Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Schröer von d20sounds.com. Und heute geht es mal um eine andere Art von Metagaming. Was ist Metagaming überhaupt? Was versteht ihr darunter? Also, ich habe gelernt, das ist zum Beispiel indirekte Sprache im Spiel zu verwenden statt direkte. Ich frage jetzt mal die Stadtwache, was der Brückenzoll kostet, statt hinzugehen zu sagen, hey, was kostet denn die Brücke zu überqueren? Oder wenn Spieler Informationen benutzen, die sie normalerweise die Charaktere nicht haben. Oder wenn wenn ich meinen Spielerkollegen frage, hey, wie viele Zaubersprüche hat ein Sorcerer noch? Das ist alles Metagaming. Es gibt aber noch einen Aspekt, den habe ich in der Coaching-Ausbildung gelernt, der heißt Meta-Ebene. Und wie es bei mir so üblich ist, gibt es jetzt nochmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, psychologischen Inhalt. Also die Metaebene, das ist, wenn du in einer Situation bist und deine Sichtweise änderst. Und zwar zum Beispiel, es spricht dich jemand an und du bist verärgert und dann nicht darauf zu reagieren erstmal, sondern erstmal zu gucken, jetzt hat mich gerade jemand angesprochen, ich bin verärgert, ich gehe eine Ebene höher, ich beobachte mich, warum bin ich verärgert, ich wechsle die Methode. Oder zu gucken, in einem Coaching-Prozess zu gucken, ja, ich gehe jetzt mal auf eine andere Ebene und schau mal, welche Methode jetzt gerade sinnvoll wäre. Um meinem Kunden am besten zu helfen. Und so können wir das als Spielleiter in einem Rollenspiel natürlich auch machen. Also ich kann zum Beispiel beobachten, ob ich gerade Stress habe als Spielleiter. Das kann ich zum Beispiel daran feststellen, dass ich schneller werde beim Sprechen. Das ist ein typisches Zeichen für Stress. Oder ich merke, dass ich angespannt bin. Wenn ich jetzt merke, dass ich angespannt bin oder dass ich Stress habe, dann hilft es mir, die Ebene zu wechseln und nochmal zu gucken, was kann ich denn jetzt gerade machen? Also einfach nicht immer auf der Ebene Spiel zu bleiben, also nur im Kontakt mit meinen Spielern, sondern was passiert denn jetzt gerade? Ist mein Spieler gerade verärgert? Was kann ihm jetzt helfen, damit er nicht mehr verärgert ist? Ich meine nicht den Charakter, ich meine den Spieler. Der Charakter darf ruhig verärgert sein, ja. Das ist auch manchmal sinnvoll und das gehört ja dazu, ne? Dass diese Charaktere auch Gefühle haben. Aber was ist, wenn mein Spieler verärgert ist? Was ist, wenn zwei Spieler miteinander Streit haben? Ich kann die Metaebene wechseln und kann schauen, wie ich den beiden helfen kann. Kann die zum Beispiel bitten, in ihre Rollen zu gehen und das auseinanderzulassen. Also den Streit außen vor zu lassen. Oder ich kann sagen, wir machen eine kurze Pause. Ich merke, es gibt gerade einen Streit und ich glaube, wir müssen drüber reden. Ja, das wäre alles Metaebene. Ich kann auch schauen, wie meine Spieler auf bestimmte Sachen reagieren, die ich mache. Also wenn ich zum Beispiel eine Landschaftsbeschreibung mache und die ist etwas länger, reagieren die darauf mit Langeweile? Reagieren die darauf, indem sie interessiert zuhören? Was machen die? Schweifen die ab? Greifen die zum Handy? Was muss ich machen, damit die am Ball bleiben? Weil das ist ja auch unser Ziel, so ein bisschen, dass die Spieler interessiert sind an dem, was jetzt in dem Abenteuer passiert. Und wenn ich merke, dass sie nicht auf lange Landschaftsbeschreibungen stehen, dann halte ich die vielleicht etwas kürzer in Zukunft. Nehme was anderes, von dem ich weiß, dass meine Spieler davon gefesselt werden. Es ist also, die Metaebene ist also für uns so eine Art Instrument, um unser Rollenspiel effektiver zu gestalten. Und ich würde euch sagen, nutzt sie nicht die ganze Zeit, weil es ist ja was aus Heraustreten aus sich selbst und sich beobachten oder die Situation beobachten, sondern nutzt es gezielt. Wenn ihr merkt, ich bin gerade im Stress, Metaebene, was macht mir Stress? Oder meine Spieler schweifen gerade ab,
erst dann rüberzugehen, zu sagen, okay, ich merke, irgendwas stimmt nicht. Ah, okay, er hat zum Handy gegriffen, jetzt mache ich was. Okay. Es heißt auch nicht immer, dass ich sofort interveniere, nur weil mir was auffällt. Manche Themen kann man besser nach der Session besprechen, um nicht den Spielfluss zu unterbrechen, oder vor der nächsten Session. Und dann ist es einfach günstiger, jetzt im Spiel zu bleiben und sich vielleicht eine Notiz zu machen, mental oder tatsächlich auf einem Blatt Papier, und ein anderes Mal drüber zu reden. Manchmal auch besser jemanden mal anrufen und mit ihm persönlich sprechen, wenn es um ein Gespräch mit einem Spieler geht. Oder ja, einfach mal das persönliche Gespräch mit der Gruppe suchen, wenn man denkt, es geht, ist eher ein Gruppending. Sind die vielleicht nicht zufrieden, was da passiert? Ja, ich habe schon oft über Erwartungen gesprochen. Welche Erwartungen haben die, die vielleicht nicht erfüllt werden? Welche Erwartungen differieren von euren Erwartungen? Ja, okay. Was ich manchmal mache, manchmal beantworte ich so eine indirekt gestellte Frage. Ich gehe mal fragen, was der Brückenzoll kostet, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, damit, dass ich direkt in die Rolle schlüpfe, von der Wache, die angesprochen wird, sage, der Brückenzoll kostet 3 Silber. Und wenn ihr die nicht habt, könnt ihr sofort umdrehen. Und schon schaffe ich es, meine Spieler wieder vom Metagaming ins Gaming zu holen. Also, dass sie wieder ihre Charaktere ausspielen. Manchmal ist es auch so, dass die Spieler gar nicht alles wissen müssen oder gar nicht alles wissen wollen. Es ist manchmal nicht wichtig, welches Regierungssystem ein Staat hat zum Beispiel. Die können das spüren. Also man kann Sachen auch direkt vermitteln. Ich muss nicht vorher sagen, ja, das Regierungssystem ist hier so und so und bestimmte Sachen sind verboten, sondern ich kann das spüren lassen. Da spuckt einer, wirft einer ein Papier auf die Straße und es kommt sofort jemand an und sagt, hey, das ist hier verboten und das kostet 5 Goldstücke und wenn ihr nicht bezahlen könnt, gibt es Zwangsarbeit zum Beispiel. Ja, das sind viel direktere Interventionen und sie führen zum Spiel zurück. Okay. Genau. Auf welcher Ebene ihr euch befindet, das sind Entscheidungen, die ihr als Spielleiter oder Dungeon Master ab und zu mal treffen sollt. Mir ging es jetzt nur darum, euch bewusst zu machen, dass es einfach die Spielebene gibt und es gibt die Beobachtungsebene. Und es ist als Spielleiter sehr nützlich, wenn man ab und zu mal die Ebene wechseln kann. Insofern wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal, wenn ihr spielt, und hoffe, dass ihr die Ebene wechseln könnt und bin gespannt, was ihr zu berichten habt, ob ihr irgendwas gemerkt habt, ob ihr es geschafft habt. Es ist auch nicht ganz leicht immer. Aber vielleicht, ich würde mich freuen, wenn es Feedback gäbe. Meldet euch, bei Facebook bin ich ja unter D20 Sounds oder ihr könnt euch auch gerne im Blog verewigen oder mir einfach eine Nachricht schreiben. Ich bin sehr gespannt. Macht's gut. Bis dahin, euer Martin von D20 Sounds. Tschüss.